Kennst du schon den Beruf des Maschinen- und Anlagenführers oder den Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik? Während beider Ausbildungen mit dem Schwerpunkt Kunststofftechnik erlernst du den Umgang mit unseren Fertigungsmaschinen und Anlagen. Dabei erwirbst du umfangreiche Kenntnisse über die eingesetzten Rohstoffe und deren Veredelung und Verarbeitung bis hin zum Endprodukt. Du überprüfst Arbeitsergebnisse und führst qualitätssichernde Maßnahmen sowie kleinere Reparaturaufgaben durch. Der Verfahrensmechaniker konzentriert sich zusätzlich auf den Schwerpunkt Formteile, Halbzeuge und Bauteile. Außerdem lernst du Arbeitsabläufe zu planen und vorzubereiten, übst dich in betrieblicher und technischer Kommunikation und erhältst Grundlagenwissen im Metallbereich, im Sicherheits- und Gesundheitsschutz sowie im Umweltschutz bei der Arbeit. Während deiner Ausbildung bist du von Anfang an in unsere Teams integriert und vorwiegend im Produktionsbereich und in unseren produktionsnahen technischen Abteilungen im Einsatz. Um ein breites Spektrum an Einblicken in den Ausbildungsberuf zu bieten, gehören auch mehrwöchige Ausbildungseinheiten bei unseren externen Ausbildungspartnern zur Ausbildung. Die Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer dauert 2 Jahre und wird im Blockunterricht in der Berufsschule in Heidenheim unterrichtet. Die Ausbildung des Verfahrensmechanikers wird ebenfalls im Blockunterricht angeboten und erfolgt über 3 Jahre hinweg in der Berufsschule in Ehingen. Siehst du dich in einem dieser Ausbildungsberufe? Dann komm in unser Azubi-Team. Bewirb dich jetzt fürs nächste Ausbildungsjahr. Wir freuen uns auf dich.